Eine quadratische Funktion kann in drei verschiedenen Darstellungsformen angegeben werden. Die Normalform, bei der man den Schnittpunkt mit der y-Achse ablesen kann, die Scheitelpunktform, bei der der Scheitelpunkt aus der Funktion entnommen werden kann, oder die faktorisierte Form. Hier lassen sich dann die Nullstellen ablesen. Man sieht hier für den nebenstehenden Graphen im Beispiel alle drei Formen. Das Ganze kann man natürlich allgemein schreiben. Zur Vereinfachung setzen wir im Folgenden aber a gleich 1 fest. Das macht die Form etwas übersichtlicher. Um von der Scheitelpunktform auf die faktorisierte Form zu kommen, müssen die Nullstellen gesucht werden. Nehmen wir dazu die Scheitelpunktform x-3 zum Quadrat minus 4. Die Nullstellen findet man, indem man f von x gleich 0 setzt. Jetzt müssen wir nur die Gleichung 0 gleich x-3 zum Quadrat minus 4 nach x auflösen. Plus 4 auf beiden Seiten lässt rechts nur noch das Quadrat der Klammern stehen. Das ist die Voraussetzung, dass jetzt auf beiden Seiten die Wurzel gezogen werden kann. Es folgt 2 gleich x-3. Aber das ist nicht alles. Beim Wurzelziehen muss man aufpassen, denn minus 2 ist auch eine Wurzel aus 4. Somit kommt minus 2 gleich x-3 als zweite Lösung in Frage. Plus 3 auf beiden Seiten ergibt die Nullstellen x gleich 5 und x gleich minus 1. Aus den Nullstellen kann man jetzt direkt die faktorisierte Form x-1 mal x-5 aufschreiben. Wenn du noch Lernhilfen brauchst oder zufällig generierte Aufgaben inklusive Lösungen zum Überprüfen, dann schau doch einfach bei www.schlaueswau.de vorbei.